Ja, hi ho und willkommen zurück, meine lieben Let's Play-Freunde, zu To the Moon. Ja, wir sind ja in der letzten Aufnahmesession in die Erinnerungen von John eingedrungen. Nur mal kurz als Resümee. Und wollen jetzt hier weiter uns umgucken. Wir haben, glaube ich, einen Zeitsprung gemacht. Ja, wir sind immer noch in der zweiten Zeitstufe. Genau. Muss mal kurz mich hier orientieren, wo wir sind, weil es ja schon eine Woche her, über eine Woche sogar. Ja. Und To the Moon aufnehmen ist auch ein bisschen tricky für mich, weil ich das nicht mit DxTory aufnehme, sondern mit der Open Broadcast Software, weil ich sonst nicht capturen kann. Deswegen hoffe ich auch einfach mal, dass alles hier gut läuft jetzt. Hey, schau mal, was wir hier haben. Ja, Johns Haus steht noch im Bau. Aus der letzten Erinnerung wissen wir ja, dass seine Frau erkrankt ist, während sie das Haus gebaut haben. Ich wette, sie haben die Klippen gesehen und gedacht, es wäre noch nicht gefährlich genug, solange keine Leute drauf wohnen. Ja, Watts mit seinen sarkastischen Sprüchen. So, wir können uns weiter bewegen. Da ist schon. Isabel, Nick hat angerufen und mich hergebeten. Ich habe dir eingelegte Oliven mitgebracht. Die magst du am liebsten, stimmt's? Okay, jetzt wissen wir, wo das mit den eingelegten Oliven herkommt. Ich habe von River gehört. Wird sie wieder gesund? Ihre Krankheit wurde erst spät festgestellt. Glücklicherweise ist sie behandelbar. Aber die Kosten für die Behandlung. Wir können uns nicht leisten, das Haus fertig zu bauen, Isabel. Wir können kaum die Behandlungskosten bezahlen. Ich bin froh, dass man ihr helfen kann, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie viel dieser Ort hier bedeutet. Es wird dir das Herz brechen. Ich würde gerne helfen, aber Ted und ich können uns seit dem Finanzcrash selbst nur knapp über Wasser halten. Ja, Finanzkrise mal wieder. Was wirst du nun tun? Ich werde dir sagen, dass wir es schaffen können. Dass wir uns beides leisten können. Ich möchte nicht, dass sie eine Dummheit begeht. Du solltest sie nicht anlügen. Du verstehst nicht, Isabel. Wenn sie die Wahrheit herausfindet, bin ich mir nicht sicher, was sie wählen würde. Na und? Wenn sie entscheidet, dass ihr dieser Ort mehr bedeutet als ihr eigenes Leben, dann soll es eben so sein. Es geht darum, was sie wirklich will. Ihr Neurotypischen meint immer, ihr wüsstet, was das Beste für andere ist. Das mag ich nicht. Neurotypisch. Und ich hasse es, wenn du mich so nennst, Izzy. Glaubst du, es geht nur um sie? Was ist mit mir, Isabel? Nach all den Jahren darf ich da nicht auch mal an mich denken? Ich möchte nicht allein sein, Isabel. Ich werde sie nicht sterben lassen. Das ist anmaßend. Ist mir egal. Wo willst du hin? Ich werde ihr etwas von der Klippe mitbringen. Das wird sie ein wenig trösten. Was du vorhast, wird davon nicht. Was du vorhast, wird davon nicht besser. Nick wollte, dass ich dir das gebe. Er sagt, das Lied heißt Everything's Alright. Gar nichts ist in Ordnung. So, wir können mal kurz zur Klippe zurückgehen.
Gucken, was er da so sammelt. Okay, er steht nur da. Ach ja, genau, die Blumen sammelt er. Da sind wir ja das letzte Mal zurückgesprungen. So, wir haben hier eingelegte Gurken. Das ist wahrscheinlich unser nächstes Memento, genau. Ins Haus können wir auch rein. Ja, Erforschung der Umgebung kann auch zum Memento links führen. Das ist halt jetzt das Neue hinzugekommen, ne? Dadurch, dass wir hier einfach nur umlatschen können. Vorher mussten wir ja immer irgendwas anklicken. Ja, und hier hört die Erinnerung auf. Hier sind schon Erinnerungslücken. Und im Hintergrund spielt die hübsche Musik. Jo. Das Problem ist, uns fehlt immer noch ein Memory-Fragment. Achso, einfach durch das Auto durchlaufen. Das dürfte helfen. Gut, wir haben aufgeladen. Also ballern wir das Ding mal auf. Und bereiten das Memento vor. Mal sehen, ob wir uns diesmal besser anstellen. Das letzte Mal habe ich ja total gefailt. Drei Versuche sind ideal. Ich erkenne auch schon die drei Versuche. So. Ja, gut. Ich habe nämlich beim letzten Mal vergessen, dass man auch diagonal machen kann. Notiz eingelegt, Oliven erhalten. Nein, noch nicht. Ich will mir die Notiz angucken. Eingelegte Oliven, Johnnys Lieblingsspeise. Ja, und Watts kann sie nicht ausstehen. So, damit geht's weiter in die Vergangenheit. Und wir sind immer noch in der Zeitdekade. Also dem Erinnerungsabschnitt. Also zieht ihr die Sache wirklich durch, hm? Yep, die Bauarbeiten starten bereits in wenigen Monaten. War nicht ganz einfach, wir mussten Ratenzahlungen vereinbaren. Aber jetzt, wo die Finanzierung steht, wird es schon klappen. Wie wundervoll, euer eigenes Traumhaus und dann noch an diesem schönen Fleckchen Erde. Ihr habt euch an dem Leuchtturm nicht weit von dort das Ja-Wort gegeben, stimmt's? Ja, aber das ist es nicht allein. Ihr und dieser Ort, das geht schon ganz lange zurück. Tja, es ist schön, dass wir uns auch mal etwas Erfreuliches zu erzählen haben. Lass uns aufstoßen, auf euch beide. Genau, auf uns. Mit seinen eingelegten Oliven auf dem Tisch. Bin gleich wieder da, ich brauche nur etwas frische Luft. Ich komme mit dir. Tja, mein Freund, ist schon wieder ganz schön lange her. Wohl wahr, wer hätte gedacht, dass die paar Kilometer mal zu einer solchen Hürde werden würden. Diese River immer noch so still, was? Ach, sie ist eigentlich ganz gesprächig daheim. Und wenn sie mit Isabel zusammen ist. Ich denke, sie ist einfach nicht gewohnt, dass du dabei bist. Haha, jetzt bin ich mal der böse Junge, was? Hey. Also hast du River jetzt diese Sache erzählt von früher? Ja. Wie hat sie es aufgenommen? Insgesamt ganz gut. Aber eine Sache gibt es, die mir noch zu schaffen macht. Ja, die creepy Musik. Seit diesem Vorfall bastelt sie andauernd diese seltsamen Hasen aus Papier. Origami-Hasen? Ja, viele, jede Menge. Ha,
Ich habe früher auch mal Origami-Tiere gemacht für meine Tochter, als sie noch klein war. Was ist daran so schlimm? Ich glaube nicht, dass man das vergleichen kann. Sie macht nichts anderes, als diese Hasen zu basteln, Tag ein, Tag aus. Unser Haus ist inzwischen voll mit den Dingern bis oben hin. Sagt Isabel nicht, dass so etwas bei Menschen wie River nichts Ungewöhnliches ist? Schon, aber diesmal habe ich ein ungutes Gefühl. Wenn ich sie darauf ansprache, antwortet sie mir nie. Stattdessen bekommt sie diesen abwesenden Blick, fast als würde sie irgendwas von mir wollen. Und das Seltsame ist, ich habe das Gefühl, dass da wirklich etwas ist, dass ich ihr schuldig bin. Hast du mal Isabel gefragt? Ja, sie sagt, dass sie mit ihr gesprochen hat, aber auch nichts aus ihr rauskriegen konnte. Tja, ich bin sicher nicht der Fachmann hier, aber ich kann dir eins sagen. Ich kenne dich seit der Mittelstufe und du hast schon immer den Hang, dir um alles einen Kopf zu machen. Du bildest dir da wahrscheinlich etwas ein, mach dir nicht so viele Gedanken. Wenn jemand so einen Rat gibt, liegt meist tatsächlich irgendwas im Argen. Aber gut, ich habe Zweifel, keine Gewissheit. Wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich, ich habe immer recht, John. Moment mal, selbst er hat keine Ahnung, was mit diesen Hasen los war. Vergiss die dummen Hasen, wir haben andere Probleme. Wir sind hier in einer abgegrenzten Erinnerung, es gibt keinerlei Mementos. Keine Panik, wir können wahrscheinlich eins von ihm selbst bekommen. Wie das? Sieh zu und lerne, ich muss nur kurz diesem Wirt einen Besuch abstatten. Wir könnten mit ihm reden? Noch nicht. Was sagt sie? Beeil dich, ich will hier nicht feststecken. Okay, was hat Watts vor? Hallo, was darf sein? Hallöchen, haben Sie ein Glas eingelegte Oliven für mich? Klar doch, Zanzibar oder mit Karte? Check. Tut mir leid, Checks nehmen wir nicht an. Tja, dann schreiben Sie es einfach auf meinen Deckel. Moment, soll das heißen, Sie haben kein Geld? Dich werde ich sowas von resetten. Hallo, was darf sein? Tagchen, haben Sie ein Glas eingelegte Oliven für mich? Klar doch, Zanzibar oder mit Karte? Schreiben Sie es auf meinen Deckel. Heute mache ich richtig einen drauf. Oh, geht klar, der Herr. Hier sind Ihre eingelegten Oliven. Danke, Kumpel. Dann wird heute jemand eine Menge Trinkgeld einstreichen. Danke, der Herr. Du kannst so ein Arsch sein, Neil. Ach, mach dich locker. Darf sonst noch was sein? Nein, im Augenblick wohl nicht. Beeil dich, ich will hier nicht feststecken. Ah nur, sind meine getrübten Augen da etwa ein Gläschen eingelegte Oliven? So ist es, Sie wissen auch eine gute Olive zu schätzen? Allerdings, ich habe mir gerade eben ein frisches Glas bestellt, was für ein Zufall. Darf ich? Natürlich, setzen Sie sich, wir kippen gemeinsam ein Gläschen. Kippen Oliven, oh ja, das klingt doch nach einem Plan. Eva, Geschmackssimulation aussetzen, jetzt. Ach nee, ich glaube, ich habe jetzt keine Lust. Dafür wirst du doch sowas von bezahlen. Tja, und so sind wir zu unserem ersten Toaster gekommen. Alles in Ordnung? Ja, mich nimmt nur das Geschmackserlebnis dieser eingelegten Oliven total gefangen. Einfach wundervoll, nicht wahr? Oh ja, man kann sich kaum vorstellen, dass irgendjemand diese Dinger ekelerregend finden könnte. Lassen Sie sich Zeit, wir haben ja noch zwei Gläser. Also habe ich gesagt, hey, das ist nicht in Ordnung. Und Sie haben mir recht gegeben. Und wissen Sie, was noch an unserer Gesellschaft nicht stimmt? Ja, ich habe es sogar dabei. Wieso? Darf ich mal sehen? Na gut. Bitte sehr. Und anhalten. Endlich, Herr im Himmel. Wie waren die Oliven, Neil? Ach, halt die Klappe. Ja, unser nächstes Memento.
Moment mal, fang bloß nicht wieder an zu... Mach dir keine Sorgen, Mensch. Siehst du, alles nach Vorschrift. Halkschlag. Neil, ernsthaft? Ich versuche gerade, mich in die Situation zu versetzen und du ruinierst die Stimmung. Das war's wert. Das war die Rache für die Oliven. Memento vorbereiten. Ah, ist schwer zu erkennen, was was ist. Ideal sind 4 Züge. Ja, das ist jetzt auch einigermaßen klar. Erst hier, dann hier. Also ich habe mich beim vorletzten echt dämlich angestellt, muss ich zugeben. Memento aktivieren. Ich kann leider nicht lesen, was es genau ist. Und wir haben es in die nächste Erinnerungsetappe geschafft. Yay. Die beiden sind wieder jünger. Der Leuchtturm sieht immer noch alt aus. Heiliges Känguru. Du bist kein Australier. Da und? Wir sind hier ungefähr 20 Milliarden Nanometer über normalen Null und stehen auf einem verdammten Lampenmast. Spring einfach runter, ist ja nicht so, als könntest du dich hier verletzen. Machst du Witze? Das ist wie Bungee-Jumping ohne Seil. Oben bleiben geht nicht, runterkommen auch nicht. Mann, ich hasse es, wenn das passiert. Sie gibt ihm einen Schubs, oder? Ich schwöre dir, wenn dieser Ort... Ja, sie tritt ihn. Eva, was zum... Weichei. Warum hat man sie wohl verlassen? Ich nehme an, sie wurde einfach nicht mehr gebraucht. Nicht mehr gebraucht? Für Schiffe meine ich. Du weißt ja, wie das heutzutage ist mit GPS und all diesem Kram. Hör mal, River. Dieser Ort bedeutet mir auch sehr viel und ich habe nachgedacht. Im Moment läuft doch alles recht gut für uns. Und wenn wir sparen ein paar Jahre lang, dann könnten wir hier oben ein Haus bauen. Wir werden uns einschränken müssen, aber ich bin mir sicher, wir könnten sie vom Fenster aus sehen. Morgens, abends, wir wären immer in ihrer Nähe. Und wir könnten jederzeit hierher gehen. Sie wären nie mehr alleine, John. Ich könnte jeden Tag auf sie aufpassen. Ja, das werden wir. Ich gönne es ihnen. Das meinst du nicht ernst. Du weißt, was passieren wird, oder? Es ist, als würde man einem Zug beim Entgleisen zusehen. Das Ende ist nicht wichtiger als irgendeiner der Momente, die zu ihm führen. Was zählt ist, dass die beiden hier und jetzt glücklich sind. Lass uns gehen. Ja. Hier gibt's nur ein... Moment mal. Sie haben den Leuchtturm Anja genannt, oder nicht? Ich glaube schon. Dann hat diese River auf medizinische Versorgung verzichtet wegen eines Leuchtturms? Ist das nicht ein bisschen zu krass? Also ich habe diesen Beruf schon merkwürdiger erlebt. Ja, ich auch, aber ich gewöhne mich einfach nicht daran. Es kann dir ohnehin egal sein. Sie ist nicht unsere Patientin. Notiz Anja erhalten. Ja, jetzt wissen wir, dass Anja der verlassene Leuchtturm an der Klippe ist. Johnny sieht noch okay aus. Also gut, gehen wir mal rum und gucken uns weiter um. Da gehen sie gerade zum Leuchtturm hoch.
Aber wir wollen ihn ja nicht hinterher, weil da kommen wir ja her. Oh, warum liegt da ein einzelner Hase? Ja, natürlich ist das das Memento. Memento vorbereiten.